Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video. Wir sind Schüler des Alexander von Humboldt-Gymnasiums aus Bremen und stellen euch im heutigen Video einen Versuch zur Dünnschichtschromatographie vor. Zuallererst bereiten wir die Rohchlorophyll-Lösung vor, die wir für unseren Versuch benötigen. Dazu brauchen wir Brennspiritus, Seesand, ein Mörser, ein Becherglas, bisschen Grünzeug und eine Schere. Zu Beginn zerkleinern wir das Grünzeug in den Mörser. Als nächstes fügen wir einen halben Teelöffel Seesand zum zerkleinerten Grünzeug. Jetzt fügen wir einen Teelöffel Brennspiritus in den Mörser ein. Nun zerkleinern wir das Gemisch in einem Mörser, bis eine dunkelgrüne Flüssigkeit entsteht. Für den wesentlichen Teil unseres Versuches benötigen wir folgendes Material: Benzin-Isopropanol-Gemisch, feine Glaskapillare, unsere Rohchlorophyll-Lösung, eine Chromatographiekammer, einen Föhn einen Bleistift und eine DC-Fertigplatte. Zu Beginn ziehen wir 2 cm über den Rand der DC-Fertigplatte einen Bleistiftstrich. Mit den feinen Glaskapillaren entnehmen wir etwas aus unserer Rohchlorophyll-Lösung und tupfen es auf den Bleistiftstrich. Anschließend trocknen wir den Strich mit Hilfe eines Föhns. Diesen Vorgang wiederholen wir 3-mal. Nun fügen wir mit Hilfe einer Pipette 1 cm Benzin-Isopropanol-Gemisch in die Chromatographiekammer. Danach tun wir unsere DC-Platte in die Chromatographiekammer. Dabei zu beachten ist, dass der Rand der DC-Platte nicht die Chromatographiekammer berührt. Anschließend beobachten wir diesen Vorgang 15 Minuten lang. Dabei erkennt man, dass das Dunkelgrün sich in verschiedenen Farbpigmenten trennt. Zum Schluss entnehmen wir die DC-Platte aus der Chromatographiekammer und ziehen einen Strich bis dahin, wo das Benzin-Isopropanol-Gemisch endet. Wenn man alles erfolgreich abgeschlossen hat, sieht die Platte folgendermaßen aus. Mit unserem Versuch stellen wir fest, dass das uns grün erscheinende Blatt auch andere Farbpigmente besitzt. Dies haben wir mit dem Trennverfahren Dünnschichtschromatographie dargestellt.